Letzte Woche war sie drin, die Radexpert. Ob sie diese Woche auch zündet, seht ihr gleich. Und hoffentlich andere profitable Tipps. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwetten-Tipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail. Jetzt eintragen auf xbet.tipps. Yeah, der fünfte Ja, Spieltag war vorbei. genau, gut erkannt. Das X steht bei uns für XBET-Tipps und das war auch unser profitabelster Tipp. Hoffenheim in Wolfsburg unentschieden. Insgesamt sind wir jetzt in einem ganz guten Plus bei 3,26 Einheiten oder 13% Yield. Letzte Woche war natürlich besonders gut und auch diese Woche sind wir ganz gute Dinge, dass es mit Plus weitergeht. Das Freitagsspiel Union Berlin gegen Frankfurt. Ja, der Adi Hütter hat erzählt, dass er sich auf eine Sache von seiner Mannschaft verlassen kann und das ist die Mentalität. Im Gegensatz zu Dortmund, die sagen ja selber, man sollte nicht drüber reden, aber Frankfurt macht es einfach, Mentalitätsmonster sein. Die Mannschaft ist topfit, hat 90 Minuten gegen Dortmund mitgehalten, auch den Ausgleich geschafft und jetzt geht es gegen Union Berlin, die nicht nur knüppelhart spielen, sondern auch sich schon drei rote Karten abgeholt haben in der Saison. Wir sehen Frankfurt im Vorteil und zwar ist die Frankfurter Mannschaft auch wie im letzten Jahr wirklich gut dabei, nur die Offensive, die ist nicht mehr ganz so stark, ganz klar bei den Abgängen. Deshalb werden wir hier in dem Spiel auf Frankfurt Asian Handicap 0 setzen, heißt also anders gesagt, ich wollte fast sagen auf Deutsch, draw no bet, also bei Unentschieden gibt es keine Wette. Und wenn Frankfurt gewinnt, dann gewinnen wir unsere Wette. Und nochmal zur Erklärung: Frankfurt ist die bessere Mannschaft, hat eine wirklich tolle Auswärtsquote. Offensive nicht ganz so gut. Union spielt eine ganz gute Defensive, deshalb sichern wir uns mit dem Unentschieden ab. Macht Sinn. Und beim zweiten Spiel des Spieltages, dann sind wir schon am Samstag, dem 28. September. Da wird einer von uns beiden 36 Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber der Junge ist es nicht. Der sieht natürlich noch wesentlich frischer aus. An dem Tag wünsche ich mir von den Bayern natürlich ein saftiges Geburtstagsgeschenk beim Gastspiel in Paderborn. Wir haben ja oft die Bayern irgendwie außen vor gelassen, weil da selten Value drin liegt in der Quote. Natürlich braucht man nicht auf eine 1,12 auf den Bayern-Sieg gehen. Da, wenn es nicht klappt, macht man nur mehr kaputt. Aber was man hier machen kann, ist meiner Meinung nach einfach ein Asian Handicap-Sieg auf die Bayern mit Asian Handicap minus 2,5. Gibt nämlich eine Quote von 2,0 oder sogar noch ein bisschen besser, je nach Wettanbieter. Da lohnt sich der Vergleich. Der Hintergrund ist, dass Paderborn zwar in einigen Spielen immer ganz gut mitgehalten hat und auch offensiv sich eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen hat, aber der Ausschlag, warum ich jetzt doch mich durchgerungen habe, auf Bayern zu setzen, ist zum einen die starken Bayern-Ergebnisse in der letzten Zeit. Zum einen 4-0 zu Hause gegen Köln, 6-1 gegen Mainz, beides zu Hause, aber auch 3-0 auf Schalke. Also wenn die auf Schalke 3-0 gewinnen können, dann können sie auch in Paderborn mindestens mit 3 Toren Vorsprung gewinnen. Und auf der anderen Seite hat Paderborn gerade das letzte Heimspiel gegen Schalke 5-1 verloren. Jetzt ist dieser Quervergleich gerade passend, aber auch zufällig. Soll jetzt nicht die Argumentation dafür sein, sondern eher von der Quote ausgehend. Denn eine 2,0er Quote, dass Bayern mit 3 Toren Vorsprung gegen Paderborn gewinnt, heißt ja nur, dass sie bei jedem zweiten Spiel eigentlich gegen Paderborn mit mehr als 3 Toren oder mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen würden. Und das halte ich für eine realistische Einschätzung. Paderborn für mich steht als Absteiger fest. Am Anfang haben sie zwar ein paar Spiele gut gespielt, aber ich glaube nicht, dass das ihr wahres Gesicht war. Am Anfang der Saison sind sie natürlich hochmotiviert. Jetzt haben sie natürlich hier ein paar schlechte Spiele und dann kommen die überstarken Bayern, bei denen es jetzt auch immer besser läuft, bei denen Coutinho jetzt integriert wird. Das sorgt für Konkurrenzdruck auf der einen Seite, aber auch andererseits für noch mehr Offensivgefahr. Von daher Bayern gewinnt gegen Paderborn 3-0, 4-0, 5-0, 10-0 oder vielleicht sogar 5-1 oder 4-1. So in der Richtung. Die Wette auf Asian Handicap 2,5 auf Bayern mit einer Zweierquote, die finde ich gut und nehme ich mit. Genau, damit hast du mich auch überzeugt. Die Wette gefällt mir immer besser. Erstens, weil Bayern mittlerweile wirklich viele Spieler hat, die dann vielleicht noch unbedingt ein Tor machen
wollen oder sogar müssen, Thomas Müller und Paderborn, die werden sich jetzt nicht so viele Chancen ausrechnen, deshalb nicht unbedingt hinten reinstellen, sondern ihren eigenen Stiefel spielen. Im nächsten Spiel ist schon der Spitzenreiter dabei, und zwar empfängt der Rasenballsport Leipzig den FC Schalke 04, und Schalke 04 drei Siege in Folge. David Wagner hat eine laufstarke Mannschaft da zusammengeschustert. Ich glaube, die reißen die meisten Kilometer sogar bisher in der Bundesliga ab. Aber auch Julian Nagelsmann, der neue Trainer bei Leipzig, ultra erfolgreich. Aus den ersten 7 Pflichtspielen 6 Siege und nur ein Unentschieden gegen den FCB. Schalke im Aufwind, Leipzig hier mit einer wirklich außerordentlich schwachen Quote. Klar, sie sind Spitzenreiter, aber 1,5 reicht uns nicht, um da auf Leipzig zu gehen. Unentschieden sehe ich im Bereich des Möglichen, und wer weiß, ob Schalke nicht vielleicht sogar Außenseiterchancen hat, mehr als jeden Fall die Quote darstellt aus meiner Sicht. Auch bezüglich der Tore kann viel passieren. Wir haben keine richtige Wette gefunden, die uns taugt. Deshalb ist das hier unsere erste No-Bet, und es geht weiter nach Augsburg zu Finn Bogason und Radex verkappten Lieblingsteam. Ja, wenn wir gerade beim Thema verkappte Lieblingsteams sind, dann muss man ja auch Schalke auf deiner Seite erwähnen, denn wer würde jetzt sparen. Schalke so stark reden nach ein paar glücklichen Siegen, wenn er nicht ein glühender Schalke-Fan mit Schalke-Bettwäsche wäre? Auf gar keinen Fall. Nee. Wir müssen ja nochmal das Video neu machen, das geht ja gar nicht. Ja, gut, Schnitt. Aber nein, Augsburg ist, stehe ich dazu, finde ich natürlich auch wegen der räumlichen Nähe ein interessantes Team. Und ich bin ja auch der Meinung gewesen, die sind besser als ihre Platzierung. Und ich habe ja auch gesagt, die holen mindestens einen Punkt in Freiburg, haben sie gemacht. Ich habe gesagt, die holen mindestens einen Punkt gegen Frankfurt, haben sie gemacht. Warum zur Hölle sollen sie nicht auch das Heimspiel gegen Leverkusen punktreich bestreiten? Ja, aber irgendwo hört es dann auch auf mit der Augsburg-Liebe. Leverkusen mit einer 1,6, aber auch irgendwie zu schlecht von der Quote her. Alles in allem reicht meine Liebe zu Augsburg in dem Fall nicht, um hier eine Wette zu riskieren. Und von daher haben wir uns da lieber auf andere Dinge fokussiert und sagen hier einfach auch No Bet. Was haben wir denn gesagt beim FSV Mainz gegen den VfL Wolfsburg? Da haben wir gesagt, dass die Mainzer endlich mal einen Sieg landen müssten. Aber natürlich die Wölfe mit 1:1 unentschieden zuletzt eine Mannschaft sind, die auch mal wieder gewinnen wollen. Und so oder so gibt es keine richtig gute Wette hier, wenn man davon ausgeht, dass Wolfsburg den Trend weiter reitet, dass sie zumindest nicht verlieren, dann müsste man auf Wolfsburg gehen. Eine Double Chance auf Wolfsburg ist aber mit 1,4 zu niedrig. Ein reiner Sieg auf Wolfsburg halte ich halt auch irgendwie ein bisschen zu gefährlich. Kann man aber durchaus vertreten mit einer 2,4er Quote, weil wir ja auch Mainz jetzt nicht stärker reden, als sie als Tabellen 17. sind. Trotzdem, ja, mangelt es hier an der Überzeugung, dass die Wölfe hier den Auswärtssieg landen können, nach zuletzt dreimal 1:1. Und daher gibt es hier auch einfach eine No-Bet. Die nächste Wette gibt es auf jeden Fall beim Abendspiel Dortmund gegen Bremen. Die Siegquoten uninteressant. Bremen jetzt daheim untergegangen gegen Leipzig, haben auch nicht geschafft, gegen 10 Leipziger ein Tor zu schießen. Die Dortmunder Abwehr ist auf jeden Fall etwas löchriger. Bremen weiterhin mit unglaublich vielen Verletzten. Deshalb denke ich auch nicht, dass die irgendwas reißen können. Die interessanteste Quote versteckt sich hier wieder bei einer Torwette. Ab am Anfang angesprochen, Frankfurt sieht sich als Mentalitätsmonster. Dortmund wird eher nicht so gesehen. Aber Samstagabend... Jetzt hören wir doch mit der Mentalitätsscheiße auf. Ja, genau. Passt schon, Marco. Alles cool. Schieß einfach 3 Tore und leg 1 vor und kassier vielleicht noch 1, denn wir gehen auf 3,5 Tore über. 18:30, Flutlicht geht irgendwann mal an und der Baum brennt. Viele Tore sind bei dem Spiel sowieso vorprogrammiert in den letzten Jahren, und ich denke schon, dass das Spiel so 3-1, 4-1 für den BVB ausgehen wird und vielleicht auch ein 2-2. Das interessiert jetzt für diese Wette nicht so. Wir sagen auf jeden Fall 4 Tore, und die Quote dafür ist echt interessant.
Okay. Und zwar packe ich dann gleich die nächsten drei Spiele in einen Topf. Wir haben Hoffenheim gegen Gladbach, Düsseldorf gegen Freiburg und Köln gegen Hertha. Das sind aus unserer Sicht alles drei Teams, die so ein bisschen auf Augenhöhe sind und wahrscheinlich nicht mit offenem Visier anrennen. Klar, wir sind jetzt erst am sechsten Spieltag. Trotzdem, wenn du jetzt mal anschaust, Köln gegen Hertha, Freiburg, Düsseldorf, da gönnt keiner dem anderen drei Punkte und wird noch schlimmer. Der andere macht drei Punkte, man selber bekommt sie nicht, ist umso schlimmer. Von daher denken wir, das sind drei potenzielle Unentschieden-Spiele. Die Quoten brauchen jeweils 3,5 oder höher. Mhm. Heißt also, wenn wir jetzt auf alle drei Spiele mit einem Unentschieden gehen, wenn ein Spiel tatsächlich Remis ausgeht, haben wir schon mal ein Plus gemacht. Wenn zwei Unentschieden ausgehen, Jackpot. Und das ist bei diesen Paarungen absolut im Bereich des Möglichen, sowohl von der Qualität der Kader als auch in den letzten Wochen, von den Ergebnissen. Freiburg stark, Düsseldorf wird aber daheim auch nichts herschenken. Radek, wir gehen dreimal unentschieden und du hast dir ein Spiel ganz besonders für die heutige Radek-Wette rausgesucht, die letzte Woche ja positiv ausgegangen ist. Genau, ich habe jetzt hier schon mal die zwei Unentschieden eingetragen und dann bleibt natürlich noch das letzte Spiel des Spieltages. Da müssen wir uns dann am meisten gedulden und es brennt dann natürlich unter den Fingernägeln, wie es dann ausgeht am Sonntagabend um 18 Uhr. Köln gegen Hertha mit dem X an diesem Spieltag. Eine Quote von 3,6. Und warum? Ganz einfach, weil die Hertha jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen hat. Die werden einigermaßen motiviert nach Köln fahren. Köln allerdings zu Hause immer bis in die Haarspitzen des Geißbockes motiviert. Und von daher, ja, wie du schon richtigerweise gesagt hast, werden die sich nichts schenken. Aber im Endeffekt sehe ich bei diesem Spiel auch keinen Sieger. Die Tabelle ist natürlich nach fünf Spielen nur so eine Momentaufnahme und jetzt auch nicht allzu aussagekräftig, aber man sieht schon, die stehen beide hinten drin, wollen daraus, aber sie sagen sich wahrscheinlich auch, lieber nicht verlieren, als hier mit Mühe und Not unbedingt zu gewinnen, weil die Kölner werden froh sein, nach den letzten zwei Niederlagen gegen stärkere Teams wie Gladbach und Köln, Gladbach und Bayern, erstmal wieder überhaupt einen Punkt einzufahren. Und die Berliner, ja, haben jetzt gegen Paderborn gewonnen, aber Köln ist noch ein Tick stärker einzuschätzen und von daher gleichen die sich am Ende aus und das ist dann auch hier meine Radex-Bet zum sechsten Spieltag und die Strategie mit auf drei Unentschieden zu gehen gefällt mir in dem Fall natürlich auch besonders gut, weil es in den letzten Spieltagen relativ wenige Unentschieden gab in der Summe und von daher ist es doch mal wieder fällig für einen Unentschieden-Spieltag plus vielen Toren bei Dortmund plus hoher Bayern-Sieg plus auf jeden Fall keine Frankfurt-Niederlage. Das sind unsere Tipps vom sechsten Spieltag. Wir freuen uns über eure Tipps, über Likes, Abos. Der Junge neben mir hat offensichtlich am Samstag Geburtstag. Vielleicht gehen noch ein paar Abos mehr. Dann könnte man das mit 3000 Abos befeiern. Und vielen Dank für eure Geduld, Aufmerksamkeit und Feedback. Bis dann. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.